Wir sitzen hier gerade bei Avery und Schmidt mit dem Herrn Weißenrieder. Guten Tag, Herr Weißenrieder. Also herzlichen Glückwunsch zum VHK Innovationspreis. Mit welchem Gerät haben Sie denn gewonnen? Ja, danke für die Glückwünsche. Das war unsere Kompaktkehrmaschine Swingo 200 Plus, die Sie, denke ich, im Hintergrund sehen, mit dem neuen Coanda Umluftsystem. Und mit welchen Produkten sind Sie dieses Jahr auf der Messe? Ja, dieses Jahr sind wir vor allem mit dem Bereich Kompaktkehrmaschinen und Lkw-Kehrmaschinen auf dem Messestand, wo wir 60 Jahre Kehrmaschineninnovation Schmidt feiern können, aber auch natürlich den ganzen Bereich des Winterdienstes sowie unsere Transporter aus dem Hause EBI und Spezial-Hanggeräteträger sind alles heute oder diese Woche auf der Messe vorhanden. Und welchen Einfluss hat denn die Kommunalbranche auf die Umwelt? Weil da wir ja hier auf der IFAD sind, ist ja Umwelt ein großes Thema. Ja, kann man so sagen. Also die Umwelt hat für uns einen bedeutenden Stellenfaktor, wo wir sagen, dass wir die Kommune unterstützen können, um die Umwelt positiv zu beeinflussen im Endeffekt. Gerade im Bereich der Kehrmaschinen, diese Geräte tragen dazu bei, die Feinstaubbelastung in den Städten zu reduzieren. Stäube, die sich auf der Straße sammeln, werden von Kehrmaschinen mit aufgenommen, um somit Staub- und Smogbelastungen in Städten zu reduzieren und somit positiv auf die Umwelt beitragen, was wiederum in dem Innovationspreis mit unserer Swingo eben verbunden ist, dadurch, dass wir hier die Feinstäube wiederum entsprechend stark reduzieren können und somit auch der Kommune im Positiven für die Umwelt mitwirken sozusagen. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg hier auf der Messe und vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Ja. Schönen Tag noch. Vielen Dank.